Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir die Gärten abgeschlossen, nachdem wir durch eine gigantische Höhle gewandert sind. Also im Nachhinein musste ich die wirklich in zwei Parts aufteilen, diese Höhle. Weil die so unglaublich tief war. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier in der Basis. Wir haben auf jeden Fall eine Nachtexpedition gleich vor uns. Aber vorher können wir hier hinten was abholen. Dein Können verbessert dich. Gut gemacht. Wir haben nämlich dreimal Gold bei Nandori-Herausforderung erhalten. Dieses Resultat deiner Bemühungen und deiner Meditation. Du kannst stolz auf dich sein. Das nächste Mal muss ich 6 abschließen. Aber ich muss das hier natürlich Oski noch aufs Maximum heben. Zonung nicht auf Offscreen. Ich versuche natürlich, wenn sie das erste Mal auftauchen, sie so zu schaffen, aber ja. Klappt irgendwie nie so wirklich. So, dann als nächstes ein paar Piklopädie-Einträge wieder. Die wollen wir ja alle mal durchgehen. Dann gehen wir zum ersten orangen Zwergpunktkäfer. Dieser kleine Schlingel gibt vor, ein orangener Punktkäfer zu sein. Und das gelingt ihm auch ganz vorzüglich. Nicht nur imitiert er die Form perfekt, sondern auch das leicht erregbare Temperament. Man muss ihn einfach lieben. Und hier direkt der orangene Punktkäfer in Großversion. Nähert man sich ihm, während er schläft, springt er sofort auf und sieht sich nervös um. Ist er etwa ein Angsthase? Keinesfalls. Ist nur so sensibel, dass das kleinste Geräusch seinen Schlaf stört. Ach, selbst seine blutunterlaufenden Glubscherchen sind einfach nur goldig. Das Besondere ist halt, dass der mit offenen Augen schläft und einen so überraschen kann. So, als nächstes ist der Zwergpunkt-Bär. Das ist kein Käfer, das ist ein Bär. Auch wenn ich da null im Bären drin sehe. Dieser kleine Kerl bleibt immer bei seiner Mama. Doch wenn er noch etwas wächst, wird sie ihn länger und länger allein lassen. Aber nur, um ihm zu helfen, seinen eigenen Weg zu finden. Von Kreaturen wie dieser können auch wir noch einiges lernen. Und da haben wir auch direkt den getupften Punktbär. Ein Blick und man wird sie nie wieder vergessen. Dieses einzigartigen, vollen Lippen. So etwas findet man im ganzen Universum kein zweites Mal. Wenn ich sie betrachte, frage ich mich, ob dieses Kerlchen mit ihnen vielleicht auch seine Umwelt eintastet. Schließlich besitzt sie ja keine Finger. Ist eine gute Frage. Das hier ist der Zungenpunktkäfer. Das ist mal eine wirklich gelenkige Zunge. Das Käferchen zieht damit und schlürf. Hat es sich einen leckeren Happen gesichert? Wirklich sehr geschickt. Mit einer solchen Zunge muss der kleine Kerl sicher niemals hungern. Und hier haben wir als nächstes Füßchen Knollenauge. Das ist der riesige Punktkäfer, den ich beim letzten Mal einfach insta gekillt habe. Das fürstliche Pünktchenmuster unterstreicht ihren Status meisterhaft und kündet von einer sehr noblen Kreatur. Allerdings ist sie auch in der Lage, sich zur Wehr zu setzen und kullert bei Provokation über jeden Angreifer einfach hinweg. Diesen majestätischen Punktkäfer sollte man sich also nur mit Vorsicht nähern. Und damit ihr jetzt auch mal seht, was der kann. Extra die Interaktion, weil ich ihn ja letztes Mal insta gekillt habe. Ach, hier will er nicht. Okay. Ja, genau. Du sollst was tun. Das wollte ich sehen. Die rollt halt so rum und alle Pikmins, die da dann so stehen, denen passiert das, was Otsche passiert. Die sind dann platt. Normale Pikmins sind dann instant tot. Nur die Face-Pikmin überleben das. Deswegen habe ich ihn auch letztes Mal insta gekillt, weil ich darauf nicht wirklich Lust hatte. Ich hätte instant 20 mindestens verloren. Hier haben wir auch direkt Fürst-Knollenauge. Hier war die Fürstin, das ist der Fürst. Ein breites, moosbedecktes Hinterteil und ein Kopf mit hängendem Maul und kleinen Glubschäuglein. Was ist für eine wilde, knorrige Bestie. Man könnte ihn auf den ersten Blick für einen Einzelgänger halten. Doch überraschenderweise lebt dieser grimmige Kerl in Gruppen mit seinen Freunden zusammen. Ich weiß nicht, ob ich den Scherenshop einen Top schon hatte. Diese Kreatur ist ebenso zierlich wie enthusiastisch. Sie schwebt in der Luft und hält dann direkt auf ihre Beute zu. Und sobald sie einmal gefangen hat, lässt sie niemals wieder los. Ach so, hat der eifrige Scherentopf auch mein Herz erobert.
Ja, und ab da, dann bei dem neuen Feed oberhalb von dem Anodenkäfer lese ich mir dann beim nächsten Mal zwei Reihen durch. Ich gucke halt, dass ich diese Piklopädie-Einträge alle nachhole, dass wir die alle mal durchlesen. Weil ich finde die Einträge schon recht interessant und lustig. So, dann holen wir uns mal Leuchtsaft. Wieder zum erblühenden Park, diesmal das sonnige Plateau. Leute, ich habe gerade in den Tipps gelesen, wie das mit den Leuchtsamen und den Leuchtpigmen funktioniert. Pro 5 Pigmen kriege ich einen Leuchtsam. Das ist interessant. Ganz ehrlich, Ojin, bewache einfach von Anfang an das Ding. Ich glaube, zu Fuß bin ich sogar schneller mittlerweile. Angriff. Nochmal. Habt ihr ja schnell den Angriff gestartet? Euch Kugel. Go. Den schnell entfernen. Und einfach weiter fleißig Pigments sammeln. Angriff. So, mitnehmen. Die Kreaturen greifen an. Wer vom Prinzip so viele Leuchttypen wie möglich haben. Ja, genau. Ignoriere mich. Das passt dann schon. Ojin wird mit den Laubviechern sowieso alleine fertig. Angriff. Das war schon der letzte. Danke für den Leuchtsaft. So, dann ist an der Weit, einen weiteren Kameraden aufzuwecken. So. Ein Laubling wird geheilt. Ja, so um die 80 ungefähr hatte ich. Also 16 passt. Neues Shipment-Dokument. Was für eine Entdeckung! Feuer oder sogar Elektrizität machen Leuchtpigmen nicht das geringste aus. Sie sind völlig immun dagegen. Das klingt enorm praktisch. Oh, das ist noch längst nicht alles. Weder Wasser noch Gift können ihnen etwas anhaben. Aha, dann sollten wir trainieren, bis wir so stark wie Leuchtpigmen sind. Was die können, können wir doch wohl auch. Also, die sind immun gegen alles? Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst hartes Training nicht unempfindlich gegen Feuer und Elektrizität macht. Doch, wenn du fest genug dran glaubst. Tag 18. So, wen haben wir hier? Zeit für die Heilung. Bin schon gespannt. Abenteurer Micha, Heimatplanet Flukuai. Als risikofreudige Spielnatur fordert er das Schicksal gerne heraus. Er ist mit großen Hoffnungen auf diesen Planeten gekommen. Ja, hier endet die Arbeit nicht mehr, dann bequatschen wir den mal. Wo steht der? Ah, hier. Aha, du hast mich also gerettet. Und das bedeutet, dass ich überlebt und damit meine Wette gegen diesen Planeten gewonnen habe. Na gut, du hast etwas geholfen. Aber das geht eigentlich nicht, wenn es beim Überleben um alles oder nichts geht. Und was ist deine Herausforderung? Du, dieser Planet spielt immer noch um den Sieg, hm?
ein Spielchen sich hinzieht, lässt die Konzentration nach. Also warum nicht die Sache ein für alle Mal entscheiden? Wie wär's da? Du gewinnst, wenn du auf diesem Planeten mehr als 100 Kreaturen besiegst. Was der Sinn dahinter sein soll? Na, es gibt natürlich keinen. Der Sinn von Herausforderungen ist, dass sie sinnlos sind. Wie ich sehe, bist du nicht nur fleißig, sondern auch äußerst geschickt. Ja, 100 Kreaturen habe ich locker schon längst erledigt. Ich habe sogar 300. Viel ist es nicht, aber es ist für dich. Eine kleine Belohnung ist besser als gar keine. Das nächste Mal kriege ich was bei 1000. Dann sollte ich sogar eigentlich wieder was bei unseren Forscher hier kaufen können. Also im Labor. Genau, ich könnte so einen KP-Verstärker beispielsweise holen. Nee, ich glaube, ich spare mal auf. Wer weiß, was jetzt noch demnächst so kommt. Ja, dann Expedition zum nächsten Gebiet. Die stillen Ufer besuchen wir als nächstes. Okay, wir werden hier auf jeden Fall neue Wasserkreaturen kennenlernen. Das wird lustig und interessant. Aber erstmal darf ich meine Wasserpigments, glaube ich, rausholen. So, ich und mein Trupp sind bereit. Ach ja, okay, die Karte hier ist groß. Wir haben noch ein neues Shepard-Dokument. Ein Tagebuch der Anführerin. Ein paar Sachen machen mir Gedanken. Lasse ich den Mitgliedern meiner Crew genügend Freiraum oder müsste ich sie mehr fordern? Habe ich allgemein die richtige Herangehensweise oder eher gar nicht? Als Anführer sorgt man sich wirklich unentwegt, wenn man immer meint, sich beweisen zu müssen. Okay, und hinten von der Shepard-Familiengeschichte. Auch im Weltraum warten Leute auf ihre Rettung, so sagt mein Vater immer. Es war sein Traum, die Sterne zu bereisen und dort allen Not beizustehen. Ich wollte seinen Traum wahr werden lassen, doch es gelang mir nicht. Also gebe ich meines Vaters Traum nun in eure Hände, meine Kinder und Kindeskinder. Seid ihr es, die in Zeit und Raum durchqueren? Ja, natürlich. Okay, dann erkunden wir mal hier weiter. Oder besser gesagt, wir fangen an. Oh, da ist schon der besondere Fiesling. Au. Oh. Nope. Wenn ich hier irgendwas einfrieren will, brauche ich wesentlich mehr Pigments. Und tot. So, hier können wir direkt die Brücke mal bauen. Gut, dass ich noch ein bisschen was aufgehoben habe. Und hier müssen wir eine Wand zerstören. Angriff! Worth it! Hier wurde vernichtet. Okay, hier sind Würfel. Ich glaube, ich wechsle gleich komplett auf die Eispigments. Auf die Wasser. Die bringen mir hier am meisten. Ich würde auch die Wette wagen, dass wir hier die Flügelpigments finden. So. Das wird abtransportiert.
So, komm her. Den Typen da hinten, den gucken wir uns den Kampf mal bei einem anderen Mal an. Ah, da brauche ich auf jeden Fall die Eispigmen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen riesigen Trupp an Eispigmen einmal holen. Oh, eine Zwiebelkrabbe. Das ist böse. Böse wartet da oben. Wir haben dich gesehen. Ein paar sind gerade gestorben. Trag den weg, Jungs. Viel Saft für alle. So, dann transportieren wir auch die Zwiebelkrabbe direkt mal ab. Da brauche ich die gelben. Außer ich kriege die hoch genug. Ach, die kommen hoch genug. Krabben! So, was haben wir denn noch hier oben? Da oben liegt ein Schatz. An der Stelle hier. Ja, ich sehe sie. Aber da brauche ich definitiv die gelben. Oh, da ist wieder so ein Fiesling. Tot. Die müssen wir ausschalten. Tot. Ich mag keiner. Oh, da hinten, da sehe ich was richtig Interessantes. Ganz weit weg. Wir doch mal eben kurz unsere Pigment zu Hause ab. Nachdem wir das hier in Auftrag gegeben haben. Ich muss nämlich gelbe holen, um das hier mitnehmen zu können. Oh, das Wasser senkt sich. Perfekt, dann muss ich ja nicht mal den See einfrieren. Wo ist denn das Wasser hin? Anscheinend ist in diesem Gebiet nachmittags Ebbe. Dann kann man es jetzt sicher gut, recht gut erkunden. Ja, so kriege ich auf jeden Fall diese Wabbelhaufen da auf jeden Fall weg. Ohne dass ich den Untergrund einfrieren muss. Genau, Ziel auf mich, Ziel auf mich. Ignoriere, was hinter dir abgeht. Tschüss. Um Gottes Willen, da brauche ich 100 für. Selbst wenn ich Otsche mitziehen lasse, reicht es nicht. Naja, zumindest ist der Weg dafür offen. Und wieder eine neue Kreatur. Ich will eigentlich nur hier eben kurz aufmachen und dann auf die gelben wechseln. Komm, komm auch in meine Liste. Dasselbe geht für dich, ein kleiner hier. So, Kreaturen schon mal entdeckt. Ja, nimm das mal mit. Transportiert das mal eben schnell weg.
So, Krabbe wurde vernichtet. Wir müssen ja hier nichts riskieren. So. Das wird abtransportiert. Mal gucken wir mal weiter oben. Da wartet irgendeine riesige Krabbe auf uns. Obwohl, ich würde sagen, das ist eine Echse. Ich weiß nicht, was du bist. Es ist überall sicher wahrscheinlich, außer bei dem Punkt da oben. Okay. Angriff. Ich verstehe, wie der Gegner funktioniert. Das da muss angegriffen werden. Ich mach da keinen Damage. Angriff! Er hat Sushi fallen lassen. Frag mich, was du bist. Ist dann statt, dass ihm mal da irgendwie helft, ne? Diesen einen Zentimeter, den zu tragen. Ein paar sind leider gestorben. Falls euch fragt, wo die beiden auf meinen Schultern sind, die haben heute mal Urlaub. Ah, ich sehe schon. Abkürzung. Zumindest für die Pigments, für mich nicht. Ich habe das Gefühl, dort ist was vergraben. Nee. Dann hat es wahrscheinlich für die Goldclub noch, warum auch immer, noch ausgeschlagen. Das sieht aus wie ein Bossgebiet. Da gehe ich als letztes hin. Hier ist eine Höhle. Ich würde sagen, wir gehen da rein, in die verwilderte Diskothek. Das Bild sieht geil aus. Auf meiner Reise durch die Dunkelheit traf ich auf einen seltsamen Ort, der mich an meine Jugend erinnerte. Scheinwerfer, ein unwiderstehlicher, an den Nerven zehrender Beat, Nebel und tanzende Pikmin. Ich fühlte mich wieder wie in einer Disco. Gelbe und rote werden mir empfohlen. Hier unten ist auf jeden Fall schon mal keine Zwiebel, laut den Informationen. So, wir sitzen jetzt hier heute nur unten. Wir werden hier jetzt nicht weitermachen. Was wir machen können, ist natürlich über die Karte gucken. Ich habe die falsche Taste für die Drohne mal wieder gedrückt. Ich muss hier wieder aufpassen, dass ich die nicht runterschmeiße, aber sonderlich groß sieht es hier nicht aus. Na komm, bevor es gewastet ist, schmeiße ich das mal eben kurz an die Gegner hier ran. Was wir hier nutzen. Da ich die in das eben kurz nutze, zum Gegner vernichten.
Wenn ich es gesehen habe, haben wir keinen verloren. Okay, fürs nächste Mal, die Gegner hier sind schon mal alle tot. Ich könnte sie auch instant abtransportieren. Aber den Abtransport von allen Zeug, die machen wir später. Ich habe halt nur aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Sonst hätte ich das jetzt nicht gemacht. Okay, Leute. Auf jeden Fall sage ich an der Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.